Hier ist die erste deutsche Rave-Show live aus der First Revenue mit ihrem Nachrichtensprecher Madmess. Hallo, ich bin Madmess und ich fühle mich wie David Guetta und Morten, denn ich mache jetzt auf Future Rave. Computer, Demo einblenden. Vielleicht sehen das ja David oder Morten und hören sich vielleicht mal meinen Track bzw. meine Demo an. Letztendlich frage ich mich, ist Kassel jetzt eigentlich noch stabil, Junge? Advent, Advent, der Laser brennt. Ja, nun ist es endlich wieder soweit, liebe Zuschauer. Die Weihnachtszeit beginnt und in den Social Medien präsentieren sich wieder halbnackte Instagram-Models mit ihrem Tässchen Tee vom Weihnachtsbaum. Wir haben uns gefragt, wie das Ganze sich beim Raver denn entwickelt. Wir schauen mal rein. Vielleicht war hier ein bisschen Hardstyle im Spiel. In Amerika fand diese Woche das traditionelle Thanksgiving-Fest statt. DJs und Raver aus der Trance-Szene hingegen feierten das Transgiving, auch ein sehr geiles Fest. Köln. Das Bootshaus war gestern wohl der erste Club weltweit, der das virtuelle Club-Feeling in die Welt bringt. Feiern in VR, wie stellt man sich das vor? Ja, wir hatten diese Woche die Möglichkeit, in unserer eigenen entworfenen Demo das Ganze zu testen und wie das aussah, das sehen Sie hier. Oh mein Gott, das ist der absolute Oberhammer! Who is playing right now? Who is this? Oh mein Gott, das ist so cool, Alter! Yo, geil! Das muss die Zukunft sein! Ah, das ballert richtig krass. Ich hab meine Kumpels verloren. Die müssen hier irgendwo sein. Hast du sie gesehen? Es ist so real. Ja, ein saugeiles Erlebnis, ein super Feeling und wir konnten unter anderem auch Selfies mit David Guetta und Morten einfangen, die Future Rave Götter, und so sahen die Bilder aus. Ja, tatsächlich war das dann doch ein bisschen anders, aber sie waren wirklich da, es war tatsächlich so und es war echt mega, es hat sich super angefühlt. Ja, VR, tatsächlich ein affengeiles Erlebnis. Das war's für heute aus The First Revenue, euer Madmess. Hey, ich schwör's euch, David Guetta und Morten waren neben mir gestanden. Ich habe mit denen Selfies gemacht. Kein Witz jetzt. Ihr müsst mir das glauben, Leute.